Ja, hallo Leute, ein schöner Tag bei mir in Tespe und heute ist der Maidenflug dran von meinem QAVR und ihr seid natürlich live dabei. Ich werde eben noch mal zeigen, wie er denn jetzt so aussieht und wie er geworden ist. So, das ist er. So, was auf keinen Fall so bleiben kann, sind die Antennen hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich die da so lasse. Die kommen da leicht in die Propeller rein. Ne? Ja, so sieht das Ding aus jetzt. Das sind im Augenblick ein 1550er 3S-Lipo drin. Und dann wollen wir gleich mal gucken, ob das Ding fliegt und wie das Ding fliegt. So, jetzt aber los. Sender an. Gutava T14. Gut ist aus. Und muss ich mal eben die Kamera hinstellen. Das Quad an. Gibt überhaupt keine Töne von sich. Echt komisch. Der allererste Fluch. Der wirklich allererste Fluch. PIDs sind auf Rex-Einstellung zurückgesetzt. Duale Rate. Also fliegen wir da schon mal. Ja, Licht auch so gesehen erstmal hervorragend stabil in der Luft. Dröhnt da irgendwas? So, das sind wirklich die PID-Einstellungen. Es ist der KISS Flight Controller drin. So, mal ein bisschen weiter weg. Man weiß ja nie, was zum ersten Mal so passiert. So, erstmal vorsichtig an das Flugteil gewöhnen. Also hier zu sehen, wo vorne und hinten ist, ist dann wirklich sehr schwierig. Ja, Dala, kotz dich ruhig aus. Fliegt so gesehen erstmal sehr stabil, muss ich sagen. Die machen ja komische Geräusche, die Propeller. Also irgendwie erinnert das Ding an einen Podracer von Star Wars. Irgendein Feller dröhnt da vor sich hin. Komisch. Fliegt erstmal so gesehen. Recht gut. Alter. Hab ich auch Wermut drauf. Dröhnt was. Irgendeine Schraube noch nicht angezogen oder was? Da dröhnt was. Muss ich mal gucken, was da dröhnt. Ist ja merkwürdig. Aber sonst muss man ja wohl sagen, oh, der ist ja voll agil über die Pitchachse. Alter. Mm-hmm.
Alter, alter Schwede. Ja, jetzt Line of Sight geflogen. Der hat eine ganze Ecke mehr Beschleunigung wie der alte QRV. Wollen wir es mal langsam angehen lassen, gell? Irgendwas dröhnt da aber noch. Was ist das, kann ich leider auch noch nicht sagen. Werde ich schon rausfinden. Alter Schwede. So, 5 Minuten sind um. Wollen wir das Stück ja nicht herausfordern, ne? Ja, ich würde sagen, Maiden erfolgreich überstanden. Ich bin gespannt, wie crush-resistent das ist. Bloß. Da dröhnt was. Jetzt soll ich mal einen Propeller aufbauen. Die sind bestimmt extrem ungewuchtet, meine Propeller. Da die schon da vorsichtig, da die viel Crash schon weg haben. Ja. Da sollte ich vielleicht mal andere Propeller raufbauen. Neuer Quad könnte man sich auch mal neue Propeller gönnen. Ja, so ist das. Jo. Jawohl. Nicht übel. Alter. Ja, meine Lieben, ihr habt es gesehen. Na, da findest du auch toll, ne? Ja, der Maiden war total erfolgreich, liegt auf Anhieb mit den Grundeinstellungen des KISS Flight Controllers recht gut in der Luft, bloß da dröhnt noch irgendwas. Ich habe einen Propeller in Verdacht, denn die haben schon, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Crashs hinter sich, sind bestimmt extrem ungewuchtet, allmählich. Und ich werde mal ein paar neue Propeller raufbauen und werde mal sehen, wie er dann fliegt. Ja, einiges muss ich noch machen daran, einiges gefällt mir noch nicht. Die Antennenführung weiß ich nicht, wie die sich bei einem Crash verhält. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch zum ersten Maiden mit dem neuen QAV. Ja, und wenn euch meine Arbeit gefällt, meine Lieben, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne unterstützen. Für diesen Zweck habe ich auf meiner Seite www.helians.de in der horizontalen Leiste einen Spendenbutton eingerichtet, also einen Spendenbutton für PayPal. Ich sage schon mal vielen Dank. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus dem Heli-Hauptquartier aus Tespe. Bye, bye, euer Heli-Ernst.